Moin Moin und herzlich willkommen zu Part 19 von meinem Pokémon Kristall Let's Play. In der letzten Folge haben wir zusammen mit Siegfried Team Rocket immer ordentlich gezeigt, was eine Hake ist und haben dem mal bewiesen, dass wir als 10-jähriger kleiner Junge einfach viel besser sind als so eine ganze große Billo-Brecherbande. Nee, war ganz cool, aber in dieser Folge werden wir mal gucken, was sonst noch so auf uns wartet. Wir haben auf jeden Fall noch den 7. Norden zu machen, da gehen wir gleich mal rein und machen mal ein bisschen die Trainer platt, würde ich sagen. Die machen wir auch alle Platz, um zu trainieren, weil unser guter Kante, ne, der muss trainiert werden. Der hängt ein bisschen zurück, der hat jetzt ein bisschen wenig Liebe bekommen im letzten Part und deswegen wollen wir mal gucken, ob er sich hier in der Arena von Mahagonia City beweisen kann. Und wir legen einfach mal gleich los. Schauen wir mal, was wird. Nicht wahr? Ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht hochladen können. Tut mir auch mega leid, aber die Zeit war viel zu knapp. Ich hatte jetzt in den letzten 2 Wochen mega viel Stress und wenig Zeit. Und deswegen konnte ich halt auch nicht für die ganze Woche vorproduzieren. Ich konnte jetzt am Wochenende wenig machen. Ne? Jetzt ist Sonntag, wo ich das aufnehme. Ich weiß nicht, ob ich es am gleichen Tag noch hochladen kann. Werde aber versuchen, heute noch ein bisschen mehr aufzunehmen. Dann haben wir aber heute noch den Geburtstagsstream. Ne? Und dann bin ich auch schon wieder 4 Tage nicht zu Hause. Und dann wird das immer schwierig, ne? Mit Aufnehmen, ne? Da muss das noch gecuttet werden. Da habe ich ja Gott sei Dank den Spert, der mir viel hilft. Und dann aber auch noch hochladen, ne? Also das Hochladen selber dauert halt auch Stunden. Das ist auch mal nicht eben so gemacht. Thumbnail muss man auch noch machen. Ist nicht so einfach. Müssen wir mal schauen, wie wir das heute geregelt bekommen. Ne? Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ne? So, ich glaube, wir können hier doch noch ein paar Level gut machen mit dem guten Kante. Ne, weil wir haben hier doch Neutralität in den Schwächen und Resistenzen. Dementsprechend, solange wir nicht gerade eingefroren werden oder so, klappt das eigentlich ganz gut. Passt, würde ich sagen. Dauert halt auch noch ein bisschen, bis Kante sich entwickelt. Das braucht noch ein bisschen. Das ist leider, ich glaube, in 10 Leveln jetzt der Fall. Wer versucht, Rauchwolke zu lernen? Ich glaube, das machen wir sogar. Das ist ja hier, ne, um Genauigkeit zu senken. Das ist gar nicht schlecht. Weil Giftwolke, ganz ehrlich, trifft nie der Kack. Ist blöd, ne? Also, Giftwolke hat bisher nicht gut funktioniert. Wir haben Schlammbad. Macht Schaden und die Vergiftung ist auch nicht weit weg. Machen wir so. Genauigkeit senken, das hat wenigstens eine hohe Genauigkeit. Und dann klappt das auch besser. Jetzt kommt Jugong. Ich glaube, Jugong schafft er nicht. Jetzt kommt eine physische Attacke. Ja, okay. Wir sollten auswechseln. Ist, glaube ich, besser. Sonst haben wir hier gleich Probleme mit Jugong. Und so viel Schaden machen wir auch nicht. Aber macht nichts. Macht nichts. So, wir müssen aufpassen. Ne? Ist ja jetzt ein Eis-Pokémon. Ich würde also sagen, wir gehen mit Leon rein. Weil der resistiert zumindest die Eisattacken. Verdammt, kann der... Es ist ja Wasser-Eis, Alter. Habe ich gar nicht so bedacht, Alter. Was kommt jetzt? Ja, mal gucken. Ich glaube, wir wechseln doch nochmal aus. Nee, komm, ziehen wir durch. Ich bin jetzt mal so, ne? Wir ziehen jetzt mal durch mit Kopfnuss. Mal gucken. Ein Heuler. Okay. Ja, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt tauschen wir aus. Jetzt machen wir ja keinen Schaden mehr. Bin auch nicht hier, um stundenlang in einem Trainer zu hocken. Nehmen wir halt Timmy. Der hat, glaube ich, Biss drauf, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ich habe auch schon wieder ein paar Tage diesen Speicherstand nicht gespielt. Das ist total schlimm. Ich sag, wie es ist. Wenn man da nicht so konstant bei ist, weißt du? Deswegen muss ich jetzt mal gucken, dass ich da ein bisschen reinkomme. Er setzt Erholung ein. Ich glaub's nicht. Ist das dein Ernst? Haben wir irgendwas, womit wir dem jetzt richtig beisetzen können? Ja, Silberblick. Okay. Krass. Wir gehen jetzt voll auf -6 Verteidigung und so und dann tackeln wir den einfach weg. Einfach ganz stumpf. Weil das ganz schön defensiv ist und wir machen einfach nicht genug Schaden. Da fehlt uns vielleicht auch ein Pflanzen-Pokémon. Aber darum werde ich mich in den nächsten 1-2 Parts kümmern. Dann werde ich mich entscheiden, ey, was nehmen wir jetzt, ne? Nehmen wir jetzt einen Elektroball. Ihr habt jetzt wenig in die Kommentare geschrieben, eure Meinung. Nehmen wir Elektroball, nehmen wir lieber ein Pflanzen-Pokémon oder so, ne? Aber in den nächsten 1-2 Parts entscheide ich das mal. Und dann schauen wir mal. Jetzt setzt der Heuler ein, ne? Ich werde nicht mehr. Was ziehe ich jetzt ab mit dem Kratzer? Ich meine, ich wechsle auch einfach aus, ne? Bin ich ja rigoros, aber... Nee, ja. Der wird gleich wieder Erholung einsetzen. Nerviger Arena-Trainer, sag ich, wie es ist. Ja, war klar. War klar. Aber wir setzen jetzt wieder Silberblick ein. Wir haben den gleich. Ist ein bisschen nervig, der Gegner. Bisschen nervig. Aber gar kein Problem.
Wir werden gegen Norbert auch mehr Probleme haben, als ich es bisher immer hatte. Eigentlich ist er ziemlich schwach, was das angeht, aber wir haben halt, ja, wenig, was wir gegen einzusetzen haben. Also es fehlt uns wirklich an Donner, also Elektro- oder Pflanzen-Power im Team. So, ich setze noch einmal so einen Blick ein. Kann nicht mehr. Okay, wir sind schon auf minus 6. Okay. Ja, und jetzt wechsle ich einfach durch, ne? Ich sag, wie es ist. Da werden wir gleich mal aber ganz gehörig ihm auf die Schniss geben, du. Ich glaube, der hat auch keine Wassertanken. Deswegen ist es völlig unbedenklich, auf Leon zu wechseln. So, einen Heuler macht nichts. Minus 1 auf Angriff, aber minus 6 auf Verteidigung. Da wird jetzt ordentlich Schaden im Sack sein. Jo, genau so wollte ich das nämlich. Ist natürlich jetzt blöd für Kante, der hat jetzt nicht so viel von den Erfahrungspunkten gesehen, aber was willst du machen? Bisschen unglücklich gelaufen. Aber wir haben ja noch ein paar Trainer und zur Not trainiere ich den Offcam kurz ein bisschen hoch. Dann müssen wir auch nicht so viel Zeit mit denen verbringen, ne? Meine Fresse, jetzt hat das auch noch Erholung drauf. Das ist ja super nervig! Na hör mal, ich will doch hier nicht Ewigkeiten mit dir hier verbringen. Du bist nur irgend so ein Arena-Trainer. Na hör mal. Was willst du sagen? Ja, hör mal. Das tut doch nicht Not hier, oder was? Also das war jetzt echt nicht nötig, Luis. Mist, ich konnte nichts tun. Ja, doch, mich nerven, Alter. Ich geh kurz heilen, bis gleich. So, schauen wir mal, wen wir jetzt nächstes begegnen. Der Dame hier. Um zu Norbert, unserem Arena-Leiter, zu gelangen, musst du denken, bevor du loslegst. Ja, ich weiß. Also, das Rätsel kriege ich gut hin. Das habe ich im Kopf. Glaube ich. Egal. Snowboarder und Skifahrer. Kamen die in den späteren Editionen eigentlich nochmal vor? Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Wirkt gerade so ein bisschen auf mich so, als wenn das hier, Only Mahagonia City Yoto wäre. So, Rosanna ist übrigens ein Psycho-Pokémon. Psycho-Eis. Und da gehen wir natürlich jetzt mal gegen an, indem wir etwas nehmen, was dagegen anhält. Wir nehmen Timmy, der Biss. Ja, easy, Alter. Easy peasy. Gar kein Ding. Na, guck mal, da kommt der Ice Heap. Der macht natürlich jetzt nicht so viel Schaden, obwohl ich finde, dass 20 KP für eine resistente... Oh Gott, Alter, was ist denn das? Was ist denn das hier für ein Part, Alter? Ich werde hier ja nur noch behindert in meinem Tun und Machen und so. So, bitte, Timmy, schlaf auf. Schlaf, ich. Wach auf, sag ich. Nicht schlaf auf. Wach ein, Alter. Weiß ich nicht. Tut das Not oder was? Das ist schon ein bisschen nervig, ne? Ich will nur Biss einsetzen, so. Gar keine Ahnung, was er jetzt hier hat. Ich schlafe immer noch tief. Echt. Das ist so nervig, ne? Ich schlafe immer noch. Ich schlafe einfach immer noch. Weiß ich nicht. Tut das Not? Also er setzt zumindest kein Ice Heat mehr ein, obwohl das eigentlich viel effektiver wäre. Auch wenn, aber die KI sagt sich, okay, ist nicht effektiv, also setze ich das auch nicht ein. Aber ich bedanke mich, ne? Ich hätte Timmy sonst hier opfern müssen. Ich meine, gut, ich weiß nicht, ob er das überhaupt hier überlebt, aber ey, was willst du machen? Warum ist Timmy auch so langsam, ne? Pulverschnee, jetzt kommt Pulverschnee. Denkt er jetzt, kann er mich... Okay, er kann beenden. Gut, macht aber nichts. Ich gehe nämlich jetzt auf Timmy, sag ich schon, auf Flugvieh. Tut mir leid, Timmy, du musstest hier mal ein bisschen drauf gehen. Aber das war ja jetzt auch hier alles, ne? Nicht so das Wahre. Jetzt kommt eine Eisattacke. Ne, Schreck zurück. Genauso wollen wir es haben. War kalkuliert hier. Also die war auch wieder absolut nervig. Ich sag, wie es ist. Das war nicht angenehm. Das war unangenehm für uns beide. Sag ich, wie es ist. Oh, das muss nicht sein. Schlimm ist das. Da kriege ich ja richtig Lust hier. Bis gleich. Dann muss ich nach jedem Trainer heilen, weil die hier, keine Ahnung, Alter. Vielleicht bin ich auch einfach zu sehr im Nachteil. Ja, schlimm. Sieh dir meine Prellschwellung vor.
Sieh dir meinen Parallelschwung an. Ich habe Prellschwellung gelesen. Sieh dir meine Prellschwellung an, Alter. Hm. Und schon wieder ein Yugong. Ich kacke ab. Ich kacke ab. Oh mein Gott, das ist Level 28. Wir wechseln gleich aus. Ja. Das ist jetzt schon unangenehm, ne? Ich gehe auf Leon. Dann werde ich erstmal Sandwirbel spammen. Erstmal Sandwirbel spammen. Es ist so unangenehm hier mit dem. Schlimm. Ja, er macht Heuler, ich mach Sandvögel. Das ist hier das Duell der Giganten. Ich sag's euch, also heute wird spannend. Heute wird, ich merk schon, wird wieder guter Part. Ich muss aber sagen, dass selbst die Parts, wo ich mir denke, okay, das war jetzt nicht das spannendste Ei vom, aus dem Hühnerhof, Clicktime-mäßig geht das eigentlich trotzdem gut klar. Der hat gerade Kopfnuss eingesetzt. Sag mal, hackt's bei dir oder was? Oh Gott sei Dank geht das daneben. Haben wir jetzt ein bisschen gepokert, ne? Leider hat er auch Aurora-Strahl drauf, denke ich mal. Deswegen kann ich nicht Timmy einwechseln. Der hat halt eine fette Eisschwäche durch seinen Flugtyp. Und das wollen wir nicht. So, der Sandwirbel ist auf jeden Fall hier am Start. Ich setze jetzt Silberblick ein dreimal. Und dann wechsle ich wieder auf wen anders, der physisch angreifen kann. Ich denke mal, dann werde ich sogar auf Flugvieh setzen. Obwohl, er hat noch keinen Heuler eingesetzt, ne? Eigentlich, wenn er keinen Heuler einsetzt, dürfte ich selbst mit Tackle genug Schaden machen. Einmal noch, dann setze ich mal Tackle ein. Könnte klappen. Guck mal, Kopfnuss geht ja auch jetzt öfter daneben. Ein Kratzer. Tackle, sag ich. Da hat der Kratzer drauf. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Aber Sandwirbel ist noch da. Er hat, glaube ich, drei oder viermal Sandwirbel bekommen. Jetzt setzt er Erholung ein. Ich bin sogar schneller. Was? Habe ich mir. Das war ein Speed-Tie, oder? Gleich schnell gewesen oder so? Oder warum? Warum war der jetzt zweites dran? Ja, das ist ja nur Krampf hier. Das ist nur Krampf. Oh, shit. Here we go again. Das ist ja ganz brutal heute. Ganz unangenehme Sache hier. Und Kanta hat jetzt auch bisher noch nicht so viel EP gesehen, muss ich sagen. Also ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft. Sag ich, wie es ist. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben hier 13 Minuten Aufnahme. Bei dem, was wir vielleicht noch wegcutten oder so, sagen wir mal 12 Minuten Aufnahme. Und also nur ein paar Trainerkämpfe. Junge, Junge, Junge. Ich will eigentlich nicht nur, guck mal, Quiekel ist ja auch ein Bodentyp, ne? Ich glaube, Schlamper macht da jetzt nicht so viel, oder? Ja. Ja, aber, okay, waren wir ein Volltreffer? Komm. Ah, die Vergiftung ist da. Okay, perfekt, perfekt. Ich denke mal, das kann er schaffen. Das Ding ist halt, Bodenattacken sind halt nur stark gegen Gift-Pokémon. Und, ja, Spoiler, Kante ist ein Gift-Pokémon. Also Boden und Stahl sind halt so ganz, ganz unangenehme, Oh, jetzt setzt der Ausdauer ein. Ich pack's nicht. Aber ey, Gift. Sollte. Ja. Perfekt. Habe ich kalkuliert. Das nächste ist ein Quiekel. Ja, das schaffen wir auch wieder. Ja, komm. Der wird doch keine Bodenattacken drauf haben, oder? Ich weiß gar nicht. Eisattacken? Sind neutral. Okay, 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 okay. Doch, ja, stimmt. Aurora-Strahl hat er ja auch schon weggesteckt. So, ich glaube, das sollten wir auch noch schaffen. Dann haben wir fast Level 26. Das ist gar nicht so schlecht. Weil hiernach werden wir vermutlich wieder T-Rocket begegnen. Und da ist halt Kante wieder wenig nützlich. Und, ja, der muss ja auch ein bisschen Level nachholen. Ich denke mal auch, dass er hier im Arena-Leiterkampf gegen Norbert jetzt nicht allzu viel
reißen wird, aber ich denke mal so als Notfall-Finale-Spam kann ich den nur ruhig nutzen. Ne? Also dann bombe ich Konter halt weg und nehme noch, weiß ich nicht, seinen Keifel mit in den Tod oder so. Der gute Kuno. Ja, mega. Und wir dürfen wieder heimgehen. So, Leute. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir können jetzt eigentlich auch... Wir haben noch einen Trainer da. Ich glaube, wir machen das jetzt mal. Warte mal. Ich glaube, hier lang war das. Hier lang. Da 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 lang und da lang. Super. Guck mal, haben wir geschafft. Komm, wir machen jetzt nochmal platt. Den einen schenken wir uns. Dann kommst du erstmal nach hinten. Das Ding ist, wir haben halt am Anfang Jurob und Jugon, glaube ich, auch als Gegner. Ich glaube, wir werden am Anfang Docks einsetzen. Du wirst wahrscheinlich draufgehen, wenn sie Wasserattacken beherrschen. Aber Docks hat bisher schon echt viel Stärke bewiesen. Haha, weil er Stärke kann. Und mit Schlitzer haben wir eine extrem starke, neutral treffende Attacke. Let's try, würde ich sagen. Wenn wir verkacken, haben wir das erste Mal einen Tod kassiert in diesem Playthrough, in diesem Let's Play. Da wir aber keine Nuzlocke spielen, ist das nicht weiterhin schlimm. Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen, genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Ältere bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Okay, okay, okay. Der erste Arenaleiter mit dem Typen Eis, der uns so vorgestellt kam. Und er hat einfach Kurzhosen-T-Shirt an. Ich meine, ich auch gerade. So, gar kein Ding. Ne, so ist es März. Die ersten Sonnenstrahlen kamen. So, drei kurze Sachen. Aber er ist halt in so einer Eisarena. So, weiß ich nicht, Digi. starkes Immunsystem, würde ich sagen. So, wir legen gleich los mit Schlitzer. Und hoffe auf... Okay. ja, auf einen Volltreffer. Ich weiß nicht, war Boden... ja, ist leider super schwach gegen Eis. Genau, so dachte ich das auch. Aber, ey, Jurob ist halt nur ein Basis-Pokémon. Und Dox ist halt ein Carry. Und deswegen machen wir den platt. Jetzt kommt sein Jugong, denke ich mal. Genau. Ich hoffe, dass ich das auch noch überlebe. Damit ich vielleicht sogar einen Sandwirbel auf Keifel drauf kriege. Aber es reicht schon, wenn wir hier ordentlich Schaden ballern. Ja, aber ich glaube, das wird nichts. Ah, es war nicht so viel Schaden. Jugong ist super defensiv, habe ich das Gefühl. Alter Belly, das ist maximal noch ein Schlitzer und dann ist weg. Ja. Ah, es könnte Volltreffer werden. Nee. Ja, okay. Das war's für Docks. Aber ey, er hat einen der Pokémon platt gemacht. Das ist super viel wert. Also, selbst mit Schwäche Eis hat hier Docks mal wieder super Glanzleistung bewiesen. Sag ich, wie es ist. So. Der wird, denke ich mal, gleich Erholung einsetzen. Und ich hoffe, dass ich dann mit Sandwirbel und Silberblick den wegbekomme. Wir sind sogar schneller. Er flincht. Oh mein Gott, Leon macht's mal wieder. Junge, Junge, Junge. Also Leon ohne Feuerattacken ist trotzdem ein wertvolles Mitglied. Auch wenn wir hier nur physisch angreifen. Aber jetzt kommt sein Keifel. Und das kann Bodenattacken. Ich denke mal, Leon, das war's für dich hier auch. Aber ich denke mal, ja. Ich guck mal, ob ich mit Anziehung noch was reiße und dann auf Sandwirbel gehe. Ich nehme ihm also komplett die Möglichkeit, hier anzugreifen. So, komm schon, komm schon. Anziehung ist doch immer... Okay, Furienschlag. Okay, das geht aber noch. Das geht aber noch. Okay, dreimal getroffen. 21 Schaden. Okay, nehmen wir hin. So, jetzt Sandwirbel-Spam. Ich will, dass der Junge nicht mehr angreift, weil ich weiß gar nicht, kann der Erdbeben? Ich glaube ja. Ich glaube, der kann ab. Ich bin mir nicht sicher. Aber ist ein Boden-Pokémon. Ich finde, Keifel übrigens hat ein voll cooles Design. Ich finde das super süß, dieses Pokémon. Wieder dreimal. Wieder 21 KP gezogen. So, wir machen das hier ganz rigoros. Immer noch verliebt. Oh, da ist der Blizzard. Aber geht daneben, weil hier geringe Genauigkeit und Sandwirbel. Da geht gar nichts mehr. Also Blizzard wird der gute Junge nicht mehr einsetzen. Jetzt gehen wir noch auf Kopfnuss. Also es ist eine super... Oh mein Gott, der Blizzard trifft. Macht halt nicht viel Schaden.
aber kann natürlich einfrieren, ne? Das wäre nicht so gut. Aber ey, wir machen jetzt Kopfnuss mit Flinch-Gefahr. Er ist verliebt. Das war ein Volltreffer. Er ist geflincht. Wir haben Sandwirbel drauf. Hypertrank nehme ich in Kauf. Ganz ehrlich, der Typ ist eh schon gebrochen. Ohne Ende. Also, das ist gegessen für den Jungen. Der ist schon so im Eimer. Schreck zurück, gar kein Problem. Du, meine Taktiken funktionieren immer. Nur noch 18 KP, aber Leon, du tut's hier einfach mit dem Double Flinch, Alter. Oh, das ist der siebte Orden gewesen. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Jawollo, der Eisorden, da ist er. Dieser Orden hebt den Spätzwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies ist ein Geschenk von mir. Ich weiß gar nicht, welche Attacke ist TM16? Ist das Aurora-Strahl? Diese TM enthält Eissturm. Sie verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit. Sie stellt die Härte des Winters dar. Eissturm, okay. Aber Eissturm war, glaube ich, gar nicht mal so strong. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt einsetzen werde. Aber, ey. Da kommt der Anruf. Sunwise, wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil etwas Merkwürdiges mit den Radiosendungen geschieht. Sie redeten über Team Rocket. Sunwise, weißt du etwas darüber? Vielleicht feiert Team Rocket ein Comeback. Nein, das ist nicht wahr. Sorry für die Belästigung. Pass auf dich auf. Ich glaube ja schon. Ich glaube ja, da ist ordentlich was im Busch. Es ist Böses im Busch. Was? Böses? Böses! Aber erstmal müssen wir die Pokémon heilen. Und dann gehen wir da mal rüber. Und schauen mal, was Sache ist. Schauen wir mal, was da abgeht. Das Gute ist, wir haben die TM fliegen. Und unser Flugvieh kann dahin fliegen. Ab nach Ducordia City. Rinder in den Bruch. Wir waren ja zuletzt nicht mehr so oft in Ducordia City, weil wir brauchen ja keine Aufmerksamkeit mehr. Oh, und da ist es, glaube ich, schon der erste. Pokémon, sie sind nicht mehr als Werkzeuge zum Geld scheffeln. Okay. Aus dem Weg, verschwinde. Bald wird sich unser Traum erfüllen. So lange hat es schon gedauert. Bisschen cringe, Leute. Genau, hier kommt man noch in den Untergrund, aber da müssen wir noch nicht hin. Oh, selbst der Blumenladen. Hey, Grünschnabel, du hast hier nichts zu suchen. Komm und werde Zeuge der Macht von Team Rocket. Was macht die Arenaleiterin? Gar nichts. Gar nichts. Den Radioturm einnehmen. Was? Das geht dich nichts an. Das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab! Die mich alle beleidigen. Guten Tag. Leider bieten wir heute keine Führungen an. Ah, ich merke schon. Oh no! Endlich haben wir den Radioturm besetzt. Nun wird jeder von Team Rockets Terrorapparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind. Böse! Böse Burschen! Eine Frechheit ist es. Ein Radikal. Aber wir haben Docks noch vorne. Ich dachte, wir haben Kante vorne. Das ist natürlich unangenehm jetzt. Aber gut, dann muss Docks halt sich um Radikal kümmern. Das ist ja auch gar kein Problem für ihn. Aber die EP hätte Kante natürlich gern genommen. Ne? Hyperzahn ist eine echt fiese Attacke. Auch wenn, nee, Superzahn war das, ne? Superzahn macht nämlich, glaube ich, immer 50% Damage. Das heißt, wenn jemand gerade 100% KP hat, macht es definitiv die Hälfte Schaden. Danach kannst du halt mit einer anderen starken Attacke einfach finishen. Egal, wir gehen weiter auf Schlitzer. Schlitz! Jo, das ist der Volltreffer. Ja, Schlitzer ist auf Sandama einfach Goat. Herrlich. Zu stark. Wir müssen dich im Auge behalten. Sehr schön. Ja, der Radioturm ist korrumpiert. Team Rocket
ist im Turm eingefallen und möchte den Turm übernehmen. Aber, Leute, das werden wir verhindern. Aber nicht mehr heute. Das passiert im nächsten Part von meinem Pokémon Kristall Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte ein Like da. Würde mich richtig freuen. Und so ein Abo wäre auch allererste Sahne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, wenn wir Team Rocket ordentlich auf die Schnüsse geben. Bis dann, Leute. Und tschüss, tschüss.